Natürlich verstehe ich die Kurdinnen und Kurden. Die kämpfen dort gegen einen islamischen Staat, der in seiner Grausamkeit kaum zu bezwingen ist. Aber wie ist der eigentlich entstanden? Der islamische Staat ist entstanden aus Al-Qaida. Und wer hat Al-Qaida gegründet? Die USA. Und zwar in Afghanistan gegen die Sowjetunion. Toll, haben sie in den Glückstopf gegriffen. Das ist so, wie der israelische Geheimdienst die Hamas als Konkurrenz zur PLO gegründet hat und jetzt auch ebenfalls toll in den Glückstopf gegriffen hat. Man muss sie wirklich daran hindern. Am Anfang der Kriege heute. Es ist nicht hinnehmbar, dass Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist. Was wäre eigentlich falsch daran gewesen, am 9. Mai, einen Tag nach Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation, wenn alle Deutschen gesagt hätten, nie wieder wollen wir an Krieg verdienen. Und jeder, der so viel Rüstungsgüter exportiert wie Deutschland, verliert an jedem Krieg. Und wenn du Waffen verkaufst, weißt du nie, wo sie landen. Auch das ist bekannt.